Ich stehe hier in Berlin-Schöneberg auf einem idyllischen grünen Hinterhof. Und welches aufstrebende Designer-Duo hier sein Atelier hat, das erfahrt ihr in wenigen Sekunden. Ja, wie versprochen sitze ich jetzt hier mit Niklas Kaufeld und Matthias Jahn vom Haute Couture-Label Kaufeld und Jahn Couture. Aber das ist nicht das einzige Label eurerseits, sondern ihr habt noch das Label Hypnosis. Was hat es damit auf sich? Also Hypnosis Berlin ist unser tragbares Label, wo wir Oberteile und Kleider aus Bio-Jersey anbieten, so für jederzeit jede Frau. Ihr habt ja gleich mit eurem ersten Kleid vom Label Kaufeld und Jahn Couture einen riesen Hit feiern können. Ihr seid quasi ausgezeichnet worden mit einem österreichischen Preis. Welcher war das? Und war das bisher euer Highlight in der Karriere? Oder gab es noch ein Tüpfelchen auf dem I, wo ihr gesagt habt, das war es eigentlich? Das war der Haute Couture Preis aus Österreich. Und wir haben immer ein Highlight natürlich, wenn wir unsere neue Kollektion präsentieren. Also das finden wir beide immer, ist natürlich für uns immer ein großer Highlight, Ich durfte ja Gast sein in diesem Jahr bei der Fashion Week bei eurer Show, bei der Präsentation von Wüstenkampf. Warum heißt diese Kollektion Wüstenkampf und wie kam es dazu, dass dieses Thema ja bei euch eine Rolle gespielt hat? Also Wüstenkampf heißt die Kollektion deshalb, weil einmal die Wüste und praktisch die Farben der Wüste, die Strukturen der Wüste von Stein, von Sand in der Kollektion Einfluss gefunden haben. Und Kampf kommt von diesem starken, also praktisch so ein bisschen rüstungmäßigen Amazonenhaften. Und das zusammen ergibt dann die Kollektion Wüstenkampf. Gut, dann hätte ja eigentlich eine Brigitte Nielsen wahrscheinlich super als Model bei euch mitlaufen können. Es waren aber eher Damen dabei bei eurer Show, die man durch eben bekannte TV-Formate kennt, wie Germany's Next Topmodel. Ich habe auch schon Annika Scheibe, das perfekte Model, für euch laufen sehen. Ja, ihr holt Stars wie Michaela Schäfer an Bord oder auch Sarah Knappig, die für euch läuft. Ich glaube, die Topmodel-Gewinnerin Luisa war mit dabei in diesem Jahr, ganz aktuell. Ich glaube, ich war die Ersten, die Lovelin engagiert haben für eine Show. Was macht die Faszination an diesen Castingshow-Models für euch aus? Oh, es ist einfach natürlich, also die Mädels können alle laufen, das ist schon mal Fakt. Also die sind sehr professionell und deswegen ist es halt, machen wir es halt einfach auch mit. Und natürlich ist es auch nochmal werbewirksam, das ist halt auch nochmal so, ja. Ohne Frage, werbewirksam. Eines ist mir aufgefallen, wenn ich mich auch auf eurer Facebook-Seite etwas umgeschaut habe. Ihr scheint ein ziemlich inniges Verhältnis zu haben zu Tattoo-Model Lexi Hell. Wie kommt das? Ich sehe, du bist ja auch stark tätowiert. Ja. Haben deine Tattoos eine Bedeutung oder haben die von Lexi eine? Ich kenne sie leider nicht persönlich. Also meine haben eine Bedeutung. Bei Lexi ist es so, sind glaube ich schon zu viele. Es gibt bei ihr welche, die haben für sie ganz doll eine Bedeutung. Und aber sie sagt auch immer, dass es einfach schon zu viele sind. Da kann nicht jedes einzelne Tattoo eine Bedeutung haben. Bei mir sind es noch nicht ganz so viel, deswegen hat auch jedes einzelne noch eine Bedeutung. Wird das bei dir auch so weit gehen wie bei Lexi, dass du tatsächlich dann irgendwann auch im Gesicht verziert bist? Also bis jetzt ist das nicht angedacht, aber man weiß ja nie, ne? Also ich will es jetzt nicht sagen, ich mache es auf keinen Fall, aber eigentlich ist es nicht angedacht. Also eigentlich bin ich jetzt so weit, dass ich vielleicht sage, der Arm muss noch zu Ende gemacht werden und dann, Ich sehe deinen Stier auf deinem linken Arm. Bist du Stier vom Sternzeichen her? Nein, Löwe. Aber du magst diese Kraft, die Eleganz des Tieres oder wie kommt es zum Stier? Vier Evangelien. Ah. Ja. Okay. Und du bist auch gehackt? Bisher sehe ich jetzt so erstmal nichts. Ich habe nur eine ganz kleine Tätowierung, schon ganz alt. Wie kommt diese Liebe zwischen euch und Lexi zustande? Wie habt ihr euch mal kennengelernt? Weil ich glaube, das läuft über eine berufliche Beziehung schon hinaus. Das ist, glaube ich, schon ein freundschaftliches Verhältnis, was ihr zu ihr habt, oder? Ja, also ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall mit ihr befreundet. Matthias ist ja richtig gut mit ihr befreundet, nochmal über das Befreundet hinaus. Wir kennen uns eigentlich schon ziemlich lang. Und zwar hat Lexi, als sie relativ frisch in Berlin war, mit einer befreundeten Fotografin zusammen Fotoshooting gehabt und hatte dort Kleider von Hypnosis Berlin mit dabei. Und haben uns letztendlich weil wir dann die Fotos gesehen haben und uns die Fotos ja gefallen haben, letztendlich so
wie das dann halt so geht, ne? Über dieses Fotoshooting mit einer Zeit danach dann sozusagen kennengelernt und ja, sind mittlerweile befreundet. Was ist die Philosophie von Kaufeld und Jahn Couture und was strebt ihr noch an zu erreichen? Die Philosophie, naja, also man soll sich natürlich fraulich fühlen, man soll elegant sein, aber auch selbstbewusst und stark. Und mit unseren Kleidern hat man auf jeden Fall immer einen schönen, wundervollen Auftritt. Definitiv, da muss ich euch beiden jetzt auch wirklich ein ernst gemeintes Kompliment aussprechen. Meiner Meinung nach war die Präsentation von Wüstenkampf wirklich eine der besten Shows während dieser Fashion Week. Ganz, ganz großes Kompliment. Ich war hin und weg. Die Musik hat gestimmt, die Outfits waren schillernd. Sie waren meiner Meinung nach, obwohl es Haute Couture-Teile sind, wirklich tragbar. Also ich kann mir das vorstellen, sowas auch auf einer Abendveranstaltung mal zu tragen. Dann habt ihr aber dieses, wie gesagt, noch dieses Eco-Mode-Label. Also das heißt, ihr versteift euch nicht auf Haute Couture. Kann man von Haute Couture überhaupt überleben? Weil die Konkurrenz ist ja sehr groß, gerade in Berlin, wo wir 7 Modeschulen haben und jedes Jahr unzählige Designer irgendwie ja, ihren Abschluss feiern. Ist das heutzutage noch möglich, vom Design von Haute Couture-Stücken zu leben? Also grundsätzlich ist es so, dass jetzt die Konkurrenz für die Couture nicht so groß ist. Aber es gibt natürlich ganz wenig Kunden, die sich das überhaupt leisten können und wollen. Und natürlich muss man auch erstmal Anlässe haben, um das zu tragen. Das ist ja jetzt auch nicht so was, was man jeden Tag anzieht. Deswegen ist Couture jetzt schwierig, um davon richtig zu leben. Man muss es halt vor allen Dingen auch erstmal, die Marke muss erstmal bekannt werden. Das dauert halt alles seine Zeit. Und das ist halt auch immer wichtig. Das bei jedem Modelabel ist es einfach so, man braucht immer eine gewisse Zeit, um diesen Bekanntheitsgrad zu erreichen. Und wenn der ab einem bestimmten Punkt erreicht ist, dann kann man davon auch leben. Das heißt, ihr seid hoffentlich schon an diesem Punkt angelangt oder habt ihr noch beruflich ein zweites Standbein? Also wir sind gerade mit Kaufeld und Jahn noch im Aufbau und bei Hypnosis ist es soweit, dass wir, dass das halt funktioniert. Das ist das Standbein sozusagen, genau. Ja. Also ihr habt keinen 9-to-5-Job im Angestelltenverhältnis noch nebenbei? Dafür haben wir jetzt nicht so die Zeit. Was auf jeden Fall für euch spricht, definitiv. Ja, was möchtet ihr erreichen? Wo möchtet ihr hin? Möchtet ihr irgendwann quasi einen Bekanntheitsgrad haben in Deutschland wie ein Karl Lagerfeld? Oder sagt ihr, das wäre uns schon ein bisschen too much? Ich glaube, ja. Also ich glaube, da muss man realistisch bleiben. Also ob es überhaupt möglich ist, einen Bekanntheitsgrad wie Karl Lagerfeld zu bekommen. Wir setzen uns da nicht so feste Ziele und das ist, glaube ich, auch, ich glaube, damit macht man sich selbst nur unnötig Stress. Also natürlich arbeiten wir vor allen Dingen immer auf die nächste Kollektion und nächste Modenschau hin. Das ist sozusagen ja so das Highlight, so wie Matthias auch schon sagt. Ich meine, wir machen die ganze Veranstaltung außenrum ja auch selbst. Das ist schon sehr viel Arbeit. Und dann kommt hier eine Veranstaltung und dort ein Brautkleid. Und also ich meine, das ist... Das eine ergibt sich immer aus dem anderen sozusagen automatisch, aber dass wir beide jetzt so sagen würden, in 15 Jahren möchten wir gerne das und das. Das nee. Okay. Also sind wir, glaube ich, ganz realistisch. Ja. Habt ihr denn modische Vorbilder? Gibt es einen Designer, wo ihr sagt, ja, also das spricht uns privat auch sehr an, da sind wir selber Fan und kaufen mal das eine oder andere Stück? Also wäre dann bei mir, also... Mir gefällt es also ganz gut, davon kaufe ich mir nichts, weil das, der macht Damenmode, das ist Thierry Mugler. Der gefällt mir halt sehr gut. Ja. Hast du auch jemanden, der da gerade bei dir im Kopf rumschwirrt? Ich habe zu viele, glaube ich. Es gibt jetzt keinen, wo ich sagen würde, so wie der möchte ich oder wie sie möchte ich das machen. Es gibt sehr viele gute Kollektionen. Es gibt sehr beeindruckende Designer auf jeden Fall. Manche sind ja auch so, dass von vornherein klar ist, man kann das nicht anziehen, dann ist es ja schon mehr Kunst als Design. Ich würde mich da jetzt nicht so unbedingt nur auf einen festlegen wollen. Also ich war nur sehr beeindruckt. Ich habe in London mal eine Ausstellung von Hossein Kadayan gesehen. Das fand ich schon, aber ist ja auch nicht tragbar. Ich merke schon, ihr macht das ganz diplomatisch, so richtig festlegen wollt ihr euch nicht. Also stelle ich die Frage doch einfach mal andersrum. Gibt es denn ein Label, das ihr persönlich ablehnt oder wo ihr sagt, okay, das ist jetzt nicht unser Geschmack, dem würden wir nicht unbedingt nacheifern wollen?
Oh, da muss ich jetzt erstmal überlegen. Okay, Niklas? Da gibt es auch zu viele. Also es gibt schon sehr viele Labels, die furchtbare Sachen machen. Es gibt ja sehr viele so im Mittel- und Unterpreissegment, die ganz, ganz, ganz schlimme Sachen machen, aber ich würde da jetzt nicht unbedingt Namen nennen wollen. Es gibt natürlich auch, sage ich mal, große Designer, die mir persönlich jetzt so vom Stil her einfach nicht entsprechen. Aber es gibt einen Unterschied, finde ich, zwischen was mir nicht gefällt und was trotzdem aber vielleicht als Kollektion funktioniert oder auch als Kollektion gut gemacht ist. Das geht ja auch, ne? Also ich muss ja, sage ich mal, einen Stil von Cavalli nicht persönlich mögen, aber das funktioniert und das ist ja auch in sich selbst irgendwie so eine Berechtigung. Deswegen würde ich da genauso diplomatisch bleiben und jetzt nicht irgendwie feste Namen nennen. Es gibt aber schon sehr viele. Also ich glaube, es gibt mehr Kollektionen, die mir nicht gefallen. Okay. Nun ist ja diese gesamte Modebranche schon etwas oberflächlich. Ne? Das ist Küsschen links, Küsschen rechts, hier mein Gläschen Champagner, eine Party dort. Das ist ja höchstwahrscheinlich nicht lebenserfüllend. Was macht ihr denn in eurer Freizeit oder welche andere Seite lebt ihr von euch aus, außer die Mode? Also Mode ist natürlich jetzt schon ein großer Teil davon. Wenn man selbstständig ist, ist ja immer selbst und ständig. Ne? Also das nimmt schon einen großen Teil ein. Sonst, also ich rede jetzt von mir, gehe ich halt immer noch gerne essen, treffe mich mit Freunden, so verreise sehr viel. Das ist so das, was ich so ein bisschen als Ausgleich dann auch mache. Was sind so deine Lieblingsreiseziele? Asien. Wegen der Küche? Alles ist interessant. Also das, auch die Küche, ich esse sehr gerne, auch wenn man es nicht so sieht, aber es ist so. und ja, auch so alles, also die Menschen, die Landschaft, doch. Ich glaube, meine Zuschauer fragen sich sowieso schon die ganze Zeit, wie schaffen diese beiden das so unheimlich gärtenschlank zu sein? Und dann erzählen sie auch noch über das Essen. Ich kann dieses Geheimnis etwas lüften. Wir befinden hier uns im Atelier im obersten Stock und ich habe, glaube ich, eine halbe Stunde gebraucht, um wieder atmen zu können, frei, ja, nach dieser Anstrengung. Also da hat man schon so ein bisschen Workout. Geht ihr ins Fitnessstudio oder was machst du privat? Nee, also Sport mache ich gar nicht. privat, also wie Matthias sagt, es gibt jetzt nicht so viel privat, weil es ist schon sehr selbst und vielständig. Und natürlich ist die Modebranche oberflächlich betrachtet, ist sie nur so Champagner hier und Party da. Aber für uns gestaltet sich es ja vor allen Dingen nur zur Fashion Week so, wenn wir die ganzen anderen Designer treffen und uns auch Schauen angucken. Ansonsten ist es ja doch, und das wissen die anderen Designer ja genauso, weil denen geht es ja nicht anders, mit sehr viel Arbeit ja verbunden. Sonst privat, also ich koche sehr gerne, treffe mich auch gerne mit Freunden. Verreisen, ja, verreisen kommt ja auch viel durchaus auch über die Labels. Und da eben halt auch neue Leute kennenzulernen, das ist schon spannend, also andere Kulturen zu sehen. Wenn ihr etwas an der Welt so, wie sie jetzt existiert, verändern könntet, was würdet ihr anders gestalten? Da gibt es auch eine Menge. Wir haben immer gesagt, wenn wir wünschen uns den Weltfrieden. Das ist unser Slogan. Aber wir haben leider keine Möglichkeit gehabt, als wir den Preis gewonnen haben, gab es keine Dankesrede von uns. Ne? Und jetzt warten wir auf unseren nächsten Preis, weil das wäre dann doch unser Hauptwunschziel. Na, dann drücke ich euch auf jeden Fall ganz fest die Daumen, dass schnell der nächste Award oder die nächste Nominierung ins Haus geflattert kommt, obwohl da war gerade etwas. Ne? Ihr seid für den Deutschen Designpreis, Lifestyle-Preis nominiert gewesen? In Krefeld, ja. Haben wir leider nicht gewonnen, aber wir waren nominiert. Unvorstellbar, dass ihr den nicht mit nach Hause genommen habt, wie ich finde. Das haben viele gesagt, ja. Aber wir sind nicht die Jury.